Hi. Hallo, ja, willkommen. Wir sind unterwegs. Moin, moin. Zur AIDA. Das ist der Beginn unseres Vlogs. Vlogs. Und wir sind schon mehrere Stunden unterwegs. Wir sind heute Morgen um 6 Uhr losgefahren. Wir haben jetzt 9.20 Uhr. Und stehen im Stau. Wunderbar. Ja. Wir kommen jetzt eine Stunde verspätet an, als eigentlich geplant. Aber passt schon. Ich fahre das noch aus. Ja. Would you come running if I called you? And give me a helping hand? Would you come catch me if I fell down? Towards a bitter end. So, wir sind jetzt angekommen. Unsere Türen sind bisher noch geschlossen, wir sind jetzt schon drin, haben von draußen nichts mehr gefilmt. Ja. Und wir haben uns jetzt gerade schon ein bisschen das Deck angeguckt. Und damit sind wir zack im nächsten Aufzug. So, wir haben jetzt unsere Zimmer, aber wir haben da drin Zettel gefunden, also erstmal zur Rezeption, weil ein Brief, der Brief geht nicht an uns, sondern an irgendeine andere Person neben uns. Ja, geht eigentlich an 5141. Genau. Wenn man das sieht hier, den Namen darf er jetzt nicht zeigen, auf Datenschutz. Tja, ja, und jetzt suchen wir die Rezeption. So, wir sind im Zimmer jetzt angekommen. Jetzt waren jetzt ja eben schon mal kurz drin. Dann haben wir da Zettel gefunden, die nicht an uns waren, sondern, keine Ahnung, für das Zimmer nebenan. Ja, das Zimmer seht ihr jetzt hier so im Hintergrund. Es ist ja relativ klein, aber ist trotzdem fein. Marc hat draußen gerade eine Hängematte aufgebaut. Naja, jetzt kann man die Tür nicht mehr vernünftig öffnen, aber Hängematte ist Hängematte. Warte, ich komm gleich. Ja, und... ja, hier werden wir die nächsten 4 Tage verbringen. Auf jeden Fall die Fahrt selber bis nach hier war eigentlich ganz gechillt. Wir kamen gut voran, zwischendurch hat es krass geregnet, aber im Grunde sind wir jetzt hier angekommen. Das Wetter hier ist Bombe. Die AIDA ist fett. Also ich bin da schon mal durchgelaufen, ihr habt jetzt auch schon ein paar Einschnitte gesehen. Das ist fett. Also oben geiler Pool, sonst was. Später ist anscheinend auch noch eine Poolparty. Dann irgendwelche Partyräume, dann irgendwelche Jugendräume mit irgendwelchen Spielen oder sonst was drin. Also ich würde sagen, das werden geile Tage. Dann würde ich sagen, war es das jetzt. Wir erkunden jetzt noch was und gehen heute Abend mal raus. Mal gucken, wann ich mich wieder melde. Also, was haben wir heute gemacht? Wir sind über Schiff gelaufen, haben gegessen. Und sind wieder über Schiff gelaufen. Und haben gegessen. Und sind wieder über Schiff gelaufen. Und haben wieder gegessen. Und sind wieder über Schiff gelaufen. Und haben was getrunken. Das ist richtig. Dann sind wir wieder über Schiff gelaufen. Und jetzt setzen wir hier. Nee, wir waren noch zwischendurch 2 Euro ausgeben und haben Air Hockey und
Kicker. Genau, Kicker. Kicker, weil das die Geste für Kicker. Mario hat mich bei beiden Spielen abgezockt. Ja, der ist schlecht. Der ist älter als ich. Ich dachte, der könnte das. Nein, ich spiele kaum Kicker und dieses Air-Hockey. Aber es wird. Und was machen wir heute noch? Wir gehen gleich hoch, also aufs Deck. Da hoch. Ja, wir werden dann gucken, dass wir gleich halt noch was feiern gehen. Party! Poolparty ist oben, da kann man gar nicht in den Pool. Wieso heißt es Poolparty, wenn man gar nicht in den Pool kann? Dann kann man das auch AIDA-Party nennen, weil wir auf der AIDA-Party sind. Nur weil in der Nähe was für ein Pool ist, heißt es Poolparty. What? Why? AIDA-Poolparty. Dann kann man es doch auch Open-Air-Party nennen. Das ist nämlich am Himmel. Das war's dann mit dem heutigen Vlog vom ersten Tag. Oh, ich mach das schon wieder. Vielleicht melden wir uns gleich nochmal. Oh ja, dann bis später. Ciao. Tschüss. Ha ha.